Also, das müsste als zweites, ne, letztes kommen, also das ist zuletzt das hier. Das ist das komische Gesicht, das kommt zu vorletzt. Dann müsste das hier zuerst. Das. Hey, da passiert was! Das zuerst, denn das andere da. Muss ich hier dranhängen? Zack, zack, zack. Dann das hier. Falsche. Was? Kann ja nicht Sinn. Ach da, ach, ach, bin ich doof. Da stehen ja die Zahlen. 1, 2, ah, gut, jetzt hab ich's. Also das erste war schon mal. Ah, jetzt hab ich's raus, gut. Hab ich jetzt hier nicht richtig hingeguckt hier im Buch. Also das schon mal zuerst. So, dann 2 war das eine Feder, das war hier da drüben. Ja, fäll nicht runter. So, hier drüben. Hopp. Genau, richtig. Jetzt das Gesicht, wa? Nee, jetzt das Viech, das war hier. Nee, hier war's, jetzt das zum Schluss. Jetzt müssen wir darüber. So, nur hier. Und dann darüber. So. Und da. Und da. Das. Und dann das dahin. So, komm her hoch. So, und das. Dann gucken wir mal, was sich jetzt hier öffnet. Ich denke mal, das so hinten öffnet. Ja, habe ich mir gedacht. Wo kommen wir jetzt da runter? Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich ja, sehe es mir an. Ist gut. Da ist eine Leiter. Hey, pass gut auf da unten. Wollen wir wieder klettern? Wahrscheinlich erstmal hier drin. Was ist denn das hier? Totenköpfe, was ist das? Da ist eine Kiste, die müssen wir. Ein Stacheln, Alter. Ja, wahrscheinlich müssen wir die jetzt hier. Oh, das ist jetzt richtig, ja. Ah. Dann läuft das Wasser jetzt hier voll, dann kann ich schwimmen. Es gibt Schlimmeres. Muss ich jetzt hier runterjumpen? Nee, oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier runterjumpen muss. Oh. Fein so. Alle jetzt weiter hier. Muss ich erstmal alleine voran hier. Sally, den kann man das nicht zumuten. Jetzt bin ich nass. So, hier hoch. Da hoch.
Hier. Jetzt hier. Rüber! Und hoch. Jetzt hier. Da drüben. Och, Mann! Der Mensch, der die Kamera ein bisschen doof gemacht, muss ich sagen. Das lag jetzt ein bisschen an der Kameraführung, die ich rumgefallen bin. Bisschen, hätten sie besser hinkriegen müssen. Ich kann die Kamera nicht mehr drehen hier. Jetzt auch. Dann die Stange hier. Und hoch. Geschafft! Ich bin jetzt drüben! Bekommst du die Arme? So. Ich will hier mal Tromp bauen. Jetzt öffnet sich das, aber ich werde mal hinten. Hier hinten schauen. Das ist auch nur so eine Kette. Aber. Ja, ich will das nicht, Alter. Oder will ich doch was da hinten lang? Ach ne, wir haben so über. Ah, wir müssen einen Weg frei gemacht. Was soll ich? Na gut, denn. Warte, das halt, ich komme ja schon. So. Was muss er jetzt? Ah, sieht sicher aus. Sicher aus? Sieht mir wohl nicht so sicher aus, ja, ey, Satz. Scheiße, Alter. Fuck, Alter! Ja. Sieht sehr sicher aus! Oh. Ich hab's geschafft! Alter! Junge, Junge, Junge! Vor allem sagt nur, sieht sicher aus, hm? Soll ich gleich sehen, dass es am Kraft. Das will ich danach auch hoffen. Oh. Also als Dank können wir jetzt ruhig mal was finden hier, was an Wert ist hier. Oh, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine riesen Goldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. El Dorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Der Spur folgen. Ja, wir sollen das hinführen. Jetzt geht's hier rum. Dann links. Was, Halli, kommst du näher? Ach, warten wir mal auf den alten Mann hier. So. Geht's nach draußen hier. Ah, hier hören sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Ja, und jetzt? Einfach mal hier lang. Hier gibt's ja keine Spuren mehr, also, oder? Einfach mal hoch hier. Sally, hörst du das? Wasserfeuer.
Sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Ein U-Boot oder was? Das sind ja. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. So, jetzt werden wir ja mal das U-Boot erkunden hier. Kapitel 3, ein überraschender Fund. Okay, da das Kapitel jetzt anfängt, werde ich erstmal einen Cut machen und stoppen. So. Also wir sind schon gut vorangekommen hier bis zu Kapitel 3, wo es denn im nächsten Part weitergeht mit Kapitel 3. Gut. Dann bedankt sich der Julie Let's Plays mal für meine Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Ich hoffe, auch wenn ich ein paar Mal gestorben bin, habe ich mich nicht hier zu schlecht angestellt. Aber wie gesagt, das Spiel kenne ich ja nur noch nicht, aber bisher gefällt es mir echt gut. Die typischen Uncharted-Elemente hier, klettern und Rätsel lösen, was mir sehr gut gefällt. Okay. Dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag und einen schönen Abend oder was auch immer. Wann ihr das Video schaut, je nachdem. Gebt mir wie immer einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und abonniert mich, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt bei meinen Videos. Und dann macht's mal gut. Euer Julie Let's Plays. Bis zum nächsten Mal und bye bye.